Hallo, mein Name ist Janina Nottensteiner und ich bin die Schirmherrin der Studie Familien schützen und stärken. Ja, zum einen mache ich es natürlich, weil die Felix-Burda-Stiftung mich gefragt hat, was eine sehr große Ehre ist. Und auf der anderen Seite, weil ich selbst betroffen bin. Meine Mutter ist im Alter von 45 Jahren an Darmkrebs gestorben. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn Familien so eine Diagnose bekommen. Seit der Erkrankung meiner Mutter weiß ich auch, dass ich ein hohes Risiko habe, an Darmkrebs zu erkranken. Und genau deshalb gehe ich jedes Jahr zur Darmkrebsvorsorge. Ja, die Studie soll genau Menschen wie mich ansprechen und auch frühzeitig erkennen. Das heißt Menschen mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko. Im Moment sind 4 Millionen Menschen in Deutschland davon betroffen und wissen gar nichts davon. Und genau das ist der Punkt. Das A und O ist einfach, sich zu informieren über Darmkrebs, um davor dann sozusagen sich auch zu schützen. Ja, was wünsche ich mir von den Ergebnissen? Natürlich, dass ganz viele Familien vor dem Schicksalsschlag, den ich erleiden musste, bewahrt bleiben. Es haben ganz viele betroffene Familien schon an der Studie teilgenommen, von Garmisch bis München, von Landsberg bis Traunstein, aber es können gar nicht genügend Betroffene teilnehmen. Also meine Bitte an Sie, nehmen Sie sich die Zeit, machen Sie mit und an alle, die schon teilgenommen haben, ein herzliches Dankeschön. Also machen Sie mit, meine ganz große Bitte an Sie, helfen Sie, Menschenleben zu retten. Alle Informationen dazu bekommen Sie natürlich auch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Sie gehen einfach auf unsere Internetseite www.darmkrebs-familienstudie.de. Danke.